jetzt müssen wir ja richtig stark sein, ne? Bei dem, was wir da verbessert haben. Pfandhaus. Apotheke, können wir so leichten Tränke holen. Hier zum Beispiel bekommen wir ja auch ein gewaltiges Stück Erz und einen schweren Stein her und leichtes Bauholz. Also zur Not, wenn wir es nicht finden, können wir es. Aber wir brauchen Geld. Eine Menge Geld. Geld regiert die Welt, ne? Bevor wir hier. Geld farmen. Gehen wir in den Wald und holen uns Fleisch. Aber vielleicht brauchen wir wirklich eine bessere Falle. Okay, wir müssen dahin in der Nähe der Angel. Des Angelplatzes. Dann gehen wir doch am besten zum Angelplatz. Damit wir auch mal geangelt haben. Das ist ja mal cool. Eine andere Art zu angeln. Wie viel ist so ein Fisch wert? Dann fangen wir nämlich hier so 50 Fische oder so. Komm, bekämpfen wir den mal wieder. Ist der stärker geworden? Ich glaube, der wird auch immer ein Level höher. Kann auch sein, dass es im Wald. Die Gegner stärker sind, sind jetzt nur Level 3 gewesen. Ich muss mal gucken, wo man hier eine Falle aufstellen kann.
Fragt mich jemand noch, ob man doch bestimmt braucht man dann einen neuen Charakter oder so. Ah, wir haben ihn gefunden, die Quest. Nichts mehr fragen, geh weg. Kommt noch ein Resident Evil Chapter. Ja, nice. Wer kommt diesmal? Dimitrescu? Ich muss sowieso irgendwann mal wieder DVD spielen. Ich glaube, wenn, dann mal am Samstag oder so. Ich habe beschlossen, dass der Samstag mal für solche Sachen genutzt wird. Oder auch Freitag. Aber ich habe so viele Spiele auf meiner Liste. Mega Neuling.
Aber welchen Charakter könnten sie noch bringen? Sie haben Jill, sie haben Claire, Leon und Chris. Nemesis? Na, okay. Wesker als Killer? Irgendwie. Wenn, dann wahrscheinlich der Mutant aus dem fünften Teil. Ansonsten wäre er ja zu menschlich. Irgendwie, weiß nicht. Obwohl, die Killer sehen ja trotzdem nur menschlich aus, ne? Ja, wer soll sich vor Wesker denn fürchten, wenn er kommt? Ich habe hier das köstliche Fleisch, das du wolltest. Das gibt's doch nicht! Ich dachte wirklich, dass nur die besten Jäger des Landes diese Viecher einfangen können. Das macht mich dann wohl zur besten Jägerin des Landes, nicht wahr? Es reicht zumindest aus, um einen Stempel zu bekommen. Aber lass dir nicht das nicht zu Kopf steigen, Kleiner. Du bist doch CJ, oder? Ich habe gehört, dass du überhaupt zum Eingang gefunden hast. Stimmt das? Yep. Denn ich habe neulich eine Angelroute gefunden, weißt du? Du bist also eine Anfängerin. Yep. Dann bist du wohl keine Konkurrenz für mich. Du brauchst eine Fänge wie der alte Yoga. Hier kannst du gar nicht machen. So viel ist klar. Oh, und wie groß ist dieser Fisch, den du dir gefangen hast, alter Yoga? Ein so großer Brocken, dass du ihn dir nicht einmal vorstellen kannst, geschweige denn ihn an Land ziehen könntest. Hör zu, ich bringe dich an meinem geheimen Angelplatz. Wenn du einen größeren Fisch fängst als ich, kriegst du meinen Stempel. Herausforderung angenommen. Das wirst du noch bereuen, haha. Okay, wir wollten sowieso angeln, ne? Immerhin bringt das ja auch Kohle. Ich muss mal gucken, wie viel die Fische wert sind. Project W. Bin wieder da, das Fleisch habe ich auch dabei. Meine Heldin, ich bin dir so dankbar. Es könnte gut sein, dass ich dich erneut um Hilfe bitten werde. Ich will doch nicht nur Stempel, ich will auch Geld. Da ist es. Wie in aller Welt hast du es gefunden? Eigentlich hat es mich gefunden, Flattern, hm? Es war ein kleiner Gargoyle. Ein Gargoyle? Ah, diese Dinger mit den kleinen Flügelchen, die aussehen wie Fledermäuse. Naja, jedenfalls hast du das Rezept von deinem Mann wieder. Mein Mann? Ha! Alles, was dieser Pflege mir hinterlassen hat, waren Schulden. Aber du hast doch gesagt, es ist von meinem Lieblingsstarkoch aus seinem Kochbuch, glaube ich. Hä? Oh, ich bin schon so lange ein Fan von ihm. Es war für mich schon immer ein Traum, ein Gericht von ihm zu kochen. Und jetzt wird er wahr. Hier hast du einen Stempel. Tausend Dank, Liebes. Tausend Geld? Nee, ist ja kein Geld, das ist Bakwa. Bakwa heißt es ja. Ich brauche erstmal ein
ein gewaltiges Stück Erz. Ich glaube, ich weiß, wo ich das herbekomme. So, erstmal holen wir uns eine neue Axt. Gibt sogar keine zweite. So, hier brauchen wir ein gewaltiges Stück Erz, leichtes Bauholz. Gut, wir machen aber erst noch die Aufgaben. Wir haben auch das schon, um der Farm zu geben. So, jetzt habe ich's. Diesen Agrarsamen im großen Wald haben wir gefunden. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben hier ja diesen Fisch. Der ist 70 Bagua wert. Das heißt, wenn ich 50 fange, Kaching. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Aber wir haben ja noch eine Aufgabe. Machen wir sehen. Quest hier. Fange einen extrem großen Fisch im großen Wald. So. Wird ja wohl nicht so schwer sein. Vielleicht brauchen wir auch einfach eine bessere Angel. Aber wir bekommen auch so einen extrem großen Fisch. Mal weiter. Ich sagte 50 Stück. Spaß. Ich mach das wirklich mit 50.
ja nur Fisch. Und bekommt nichts Großes und so, den hat man ja nur durch die Quest bekommen. Obwohl, ach komm, wir geben die Quest ab. Ich habe hier einen echt großen Brocken, was hältst du davon? Was zur? Hey, also habe ich deinen Rekord gebrochen. Natürlich nicht, aber trotzdem nimm deinen Stempel und geh deiner Wege. Gewaltiges Stück Erz, leichtes Bauholz. Fisch, 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 Fisch. Wie gesagt, hier kann man schon erkennen, dass es auf jeden Fall 160 Stempel geben wird. So, jetzt brauchen wir nur noch leichtes Bauholz und gewaltiges Stück Erz. Ja, dann möge das Farmen beginnen, ne?